Und schon wieder zurück bei Tales Noir, wo wir letzte Folge versucht haben, ins Byte reinzukommen. Waren auch kurz drin, sind dann aber relativ zügig wieder rausgeschmissen worden. Dank der guten Florence wissen wir, wie wir hier reinkommen. Wo warst du? Wir haben dich schon vor 4 Stunden erwartet. Beim großen Feuer. Ich habe mich verguckt. Lass mich rein. Ist das ein Scherz? Verschwinde. Moment. Oh, warte mal. Beim Stau kann ich rein. Lässt du mich trotzdem rein? Fertig zum Beladen. Fertig zum Beladen. Verschwinde. Ich rufe die Sicherheit. Das hat mit Sicherheit was zu tun mit dem... Ich muss hier nochmal kurz rein. Aufnahmen erneut anhören, Zeitungen erneut lesen. Okay, wir haben dich vor 4 Stunden erwartet. Leave me alone. You are 4 hours late, leave me alone. Du bist 4 Stunden zu spät, lass mich in Ruhe. Das könnten wir versuchen. Vier Stunden zu spät. Heiliger Affe. Verdammt, ich war im Stau, kann ich rein. Das auch nicht? Moment mal. Heiliger Affe, lässt du mich trotzdem rein? Was soll's, wir haben heute 3 Pakete. Großes Kino bereit zum Beladen. Komm rein und warte im Wäscheraum. Ich bringe alles rüber, sobald es fertig ist. Okay, ich komme. Ich glaube, ich habe den Code nicht ganz verstanden, aber gut. Ja, sehr. Wow. Der Wäscheraum. Mit Luftverkabelung, ich glaub's ja wohl. Wäscheraum. Die Bar liegt direkt hinter dieser Tür. Vielleicht könnte ich mich hinter diesem wütenden Türsteher nach oben schleichen. Womöglich. Hier gibt's einen Aufzug. Schmutzige Töpfe. Sieht nicht gerade sauber aus. Hier würde ich auch dann nicht essen, wenn sie mich nicht rausgeworfen hätten. Aber wird denn hier auch gekocht? Nein, ich glaube, hier wird, also hier ist ja nichts zum Kochen. Haben die keine Spüle in der Küche? Ich glaube, hier wird nur gewaschen. Tür öffnen. Was hat das mit dem, der Aufzug ist der Aufzug, durch den wir gekommen sind, ne? Der Lastenaufzug nach unten. Dafür braucht man einen Schlüssel. Damit niemand mich sieht. Da 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 da. Ab nach oben. Drücke, um dich zu ducken. Gegner können dich nicht hören, wenn du dich duckst und sehen dich nicht hinter dunklen Objekten. Oh ja, jetzt schleichen wir hier rum. Ich darf nicht aufhalten und muss versuchen, einen Blick in eines der Zimmer zu werfen. Jazz muss hier irgendwo sein. Ah, hier ist ein dunkles Objekt. Oh, so. Der steht quasi im Vordergrund. Das ist eine Ratte, oder? Oh, warte mal, ich muss hier... Hier kann ich nicht reingucken. Ich muss zurück. Oh, der kommt gleich wieder. Oh, oh. Was für schöne Bilder an der Wand. Und was für eine edle Einrichtung. Eine nackte Katze, schön. Ich bin ein Schatten. Niemand sieht mich. Privatzimmer? Moment mal. Das ist eine Katze hier, oder? Jetzt stehe ich genau im Licht, toll. Das ist nicht so... Alles klar.
Verdammt, ich habe ihn verpasst. Vielleicht hat er etwas zurückgelassen, das Odette hilft. Ist das eine nackte Fuchsdame da oben auf dem Bild? Wow. Gemälde. Da hängt eine grüne Krawatte hinter dem Rahmen. Wie ist die da hingekommen? Was zum... Ein geheimer Aufzug? Grüner Hut. Ein grüner Hut. Green muss hier gewesen sein, aber wo ist der Rest von ihm? Das ist, glaube ich, eine nackte Mausdame. Ist das Monkey Butt? Der Gestank macht dem Namen alle Ehre. Ich könnte mich vermutlich da reinzwängen. Nicht, dass ich sonderlich scharf drauf wäre, aber ich kann es mir nicht leisten, wählerisch zu sein. Dann wollen wir doch mal. Oh, wir sind im Heizungskeller. Dieser Ofen sieht aber düster aus. Was verbrennen die da drin? Das würde mich auch wundern. Hier ist Wäsche. Glaube ich. Oh. Der Kühlraum. Die Gäste des Bite scheinen gut zu essen. Greg, im Inventar hat schon wieder was gefehlt. Wenn ich dich beim Klauen erwische, hacke ich dir deine diebischen kleinen Finger ab. Gegensprechanlage und hier geht's zur... Die gucken wir uns erstmal an. Ein offener Lüftungsschacht. Ich könnte hineinpassen, wenn ich mich klein mache. Eine Gegensprechanlage, die mit anderen Räumen im Gebäude verbunden ist. Daneben ist auch eine Liste mit Nummern. Küche, Verpackung, Bar. Barwellen. Hier ist Boy. Hey Boy. Greg, steckst du schon wieder im Kühlraum fest? Ja. Mich laust der Affe, ruf die Küche an, dann kommt jemand. Verpackung wählen. Niemand geht ran. Kühlraum wählen, da sind wir doch gerade. Das ist die Gegensprechanlage, die du verwendest. Küche wählen. Ja, hier ist die Küche, was gibt's? Falls du es bist, Greg. Nein, ich mach dir keinen Snack. Wie geht's? Alles bestens. Moment mal, wer ist da? Bleib, wo du bist. Ich glaube, da kommt jemand. Bin gar nicht da. Oh, da kommt jemand aus der Küche. Ich darf mich nicht von den Kerlen mit den großen Messern erwischen lassen. Riecht aber verdammt lecker hier. Standmixer. Oh. Ach, der ist dahinter. Okay. Was? Honig genommen? Habe ich gerade... Moment mal. Habe ich gerade was aufgehoben? Nee. Okay. Heißt, wir müssen jemanden herrufen. Wieso kann ich die Gegensprechanlage nicht mehr benutzen? Standmixer anschalten, dann wird er rübergehen und den Standmixer prüfen. Dann müssten wir eigentlich in einem schnellen Durchlauf es irgendwie schaffen, auf die andere Seite zu kommen. Ach, guck mal, wie praktisch die Standmixer hier verteilt sind. Ja, damit könnten wir ihn jetzt wahrscheinlich anlocken. Nee, damit locken wir ihn an. Aber die sind ja mit dem Rücken zu uns gedreht. Der guckt ab und zu mal in diese Richtung da drüben, oder? Jetzt guckt er nicht. Wenn wir uns nähern, guckt er rüber. Und wenn ich den Handmixer anmache, dann kommt er. Okay, das hilft uns nicht weiter. Was? Okay. Wir dürfen also wirklich, wir müssten ihn...
Moment, aber dann muss ich ja hier über die Gegensprechanlage. Küche wählen. Ja, hier ist die Küche. Was gibt's, falls du es bist, Greg? Nein, ich mach dir keinen Snack. Du kannst mich mal. Wer ist da? Rühr dich keinen Millimeter vom Fleck. Ist klar. Jetzt müssen wir schnell sein. Da kommt er. Jetzt könnten wir hier den Dampfmixer anschalten. Bewegen uns hier rüber. Und sind ganz schnell drüben in der Tür. Sehr schön. Eine Art Umkleideraum. Ich sollte weiter. Aber lass uns doch erstmal umgucken. Garderobenschrank untersuchen. Gegenstände bewegen, auswählen, Reihenfolge ändern. Okay. Oh, Gregory, could you maybe keep your papers on your locker? Maybe. Kannst du bitte deine Papiere auf deinem Locker lassen, auf deinem Umkleide? Warte mal. Es muss doch Hinweise dazu geben, wie die hier angebracht wurden. Guck mal, das sind definitiv Code-Zahlen. Warte mal, ich mach mal gerade. Das packen wir gerade mal hier drüben hin. Aha. Aha, aha. Guck mal, das ist. Wenn wir das genau so hier drauflegen, dann ergibt das ein. Null. Das hier passt exakt zu dem hier. VA1A. Aha. Dann haben wir das hier, das exakt hier drunter passt. Ich gebe das aber mal ein bisschen hier runter in die Ecke. Blum, blum, blum. Jetzt muss ich nur noch das Ding da wiederholen. Da. 4. Und eine Nuss. Okay. Was auch immer das zu bedeuten hat, das hier müsste direkt hier rüber passen. 5 Raute. Jetzt ist nur die Frage, was hat das zu. Oh, guck mal da oben. Ich glaube, das hier hat nichts wirklich zu bedeuten. So. Dun, 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 dun. Kreis ist 4. Raute ist 5. Kann man das noch über andere Dinge drüber legen? Also Viereck, wo ist Viereck? Ist 0. Viereck 0. Kreis 4. Raute 5. Dreieck 1. Müsste dementsprechend 0, 4, 5, 1 sein. Greg, der Schlüssel ist schon wieder weg. Er ist hoffentlich wieder da, wenn ich zurück bin. 0451. Bitte lass es richtig sein. Das war richtig. Yeah! Es ist so kalt hier unten. Wo ist das Licht? Wo bin ich? Sieht aus wie ein Abstellraum. Elektronik. Hier ist Licht. Ein bisschen zumindest. Ha. Huh. Licht. Oh verdammt, was? Oh Gott, nein, das ist eine Hasenleiche.
Ein nackt. Nein, das ist ein Otter. Ein nackter, toter Otter. Was zum Teufel? Die Leiche bleibt stumm. Erstmal antatschen. Du berührst die Leiche mit einem Finger. Sie ist noch nicht kalt. Wie ist er gestorben? Die Leiche zeigt keine offensichtlichen Anzeichen von Gewalteinwirkung. Es ist einfach ein nackter, toter, leicht übergewichtiger Otter. Vielleicht haben sie ihm eine Überdosis verpasst. Die Leiche liegt reglos da, tot, wahrscheinlich ermordet, vor kurzem. An der Leiche riechen. Was einmal Jeremy war, riecht jetzt nach schalem Fusel und billigem Rasierwasser mit einer kräftigen Kräuternote. Das reicht, ich verschwinde. Dafür wurde ich nicht angestellt. Da kommt jemand, schnell, ich muss mich verstecken. Wo denn? Kiste, da. Hier ist Greg. Nein, ich habe noch zu tun. Puh. Okay, ich komme. Er hat einen Schlüssel dahin gehangen. Oh, was war das für ein Fisch? Der Schlüssel. Vielleicht komme ich lebend hier raus. Tut mir leid, Jess. Nicht mal du hast das verdient. Niemand. Wir schleichen uns raus. Ich will nicht gerade gehen, weil ich ein bisschen Angst habe, dass ich erwischt werde. Greg ist tot. Jess ist tot. Greg lebt. Was auch immer er mit der Leiche davor hatte. Puh. Harter Tobak. Aber die Tochter, wo ist die Tochter? Ich habe gerade ein bisschen Befürchtung, dass die Tochter noch da draußen ist. Irgendwo. Entkommen. Ja, können wir machen. Aber ich... Oh, ich kann... Oh nein. Ich kann gerade gar nicht mehr rein. Dammig. Das war zu viel. Oh, diese Stadt verschluckt jeden, wenn er nicht aufpasst. Akt 2. Verbindung. Scheiße, scheiße, scheiße. Sie haben ihn geschlachtet. Um die Leiche loszuwerden? Oder steckt noch Schlimmeres dahinter? Serviert das Beid etwa Fleisch von Leuten? Sie haben Leichen zerlegt und in Kisten verpackt. Ich habe früher mal Gerüchte über rituellen Kannibalismus gehört. Scheiße. Oh nein, nicht an den Geruch erinnern. Konzentriere dich auf den Alkohol. Was zum Teufel mache ich denn jetzt? Es ist so schrecklich. Ich habe die Pflicht, etwas zu tun. Aber was zur Hölle kann ich schon allein ausrichten? Ich muss verhindern, dass anderen das Gleiche widerfährt. Gute Idee. Ich frage Clarissa Bloodworth einfach nett und höflich. Sie wird mich bestimmt verstehen. Ich könnte zurückgehen und Beweise sammeln. Ich hätte Glück, dass ich das erste Mal mit dem Leben davon gekommen bin. Ich gehe da nicht wieder rein. Ich kann nicht. Das ist meine Chance, etwas Wichtiges zu tun.
Ich will den Rest meines Lebens nicht mit der Jagd nach Betrügern und gestohlenen Uhren verbringen. Aber ich habe auch keine Lust zu sterben. Ja, manchmal könnte ich einfach im Boden versinken. Ich wünschte, jemand würde mir sagen, was ich tun soll. Mir fehlt jemand, mit dem ich reden kann. Ja, das würde sowieso niemand verstehen. Ich muss das allein regeln, wie immer. Es könnte der wichtigste Fall meines Lebens sein. Aber ist es das Risiko wert? Was soll ich nur Odette sagen? Wie wär's mit der Wahrheit? Ich kann es rauszögern. Ich sage ihr, dass ich immer noch nach ihm suche. Ich habe keine Ahnung, warum er umgebracht wurde. Vielleicht kann ich ein paar Antworten finden. Die Wahrheit würde sie vielleicht nicht verkraften. Ihr Mann wurde im Keller so einer heruntergekommenen Bar zerhackt. Ich hab's gesehen. Scheiße, nein, Howard. Ich sag ihr einfach, dass er mit jemandem durchgebrannt ist. Wenigstens sieht sie ihn nie wieder. Ich ruf sie einfach an und red mich raus. Vielleicht ist es besser, dass er fort ist. Ich muss es der Polizei melden. Aber bringt das etwas? Bloodworth hat sie doch bestimmt in der Hand. Sie würde so etwas nicht tun, wenn sie nicht von hoher Stelle gedeckt würde. Und was soll ich denen denn sagen? Hallo, ich bin in ein Haus eingebrochen und würde gerne ein Massaker melden. Die würden mich bestimmt wegen Einbruchs festnehmen und alles andere ignorieren. Ja, und ich habe absolut keine Lust auf die Fragen, die sie mir stellen würden. Die Polizei kommt also nicht in Frage. Denk nach, Howard, denk nach. Warum Jess? Was hat er denn getan? Vielleicht war er einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Aber was, wenn er nicht der Erste war? Wie viele Leute hat Bloodworth auf dem Gewissen? Unmöglich, das herauszufinden. Vielleicht will ich es auch gar nicht herausfinden. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich bin total überfordert. Warum ich? Scheiße! Vielleicht vergesse ich es ja wieder, wenn ich nur genug trinke. Kann dieser Tag bitte zu Ende gehen? Tja, das war's. Der gute Whisky, alle. Puh, was für ein Tag. So eine Scheiße. The Burning Park. Und die Tochter haben wir auch nicht gefunden. Wunschbrunnen. Ich wünschte, ich hätte diesen verfluchten Fall niemals angenommen. Dafür ist es jetzt zu spät. Riecht genauso übel nach Kräutern wie... Puh, nein. Da steht doch jemand. Gopnik. Hey, Schlappschwanz, wie wär's mit einem Schwätzchen? Verpiss dich. Sag das nochmal, los. Komm schon, stich zu, ist mir egal. Jetzt kannst du was erleben, Mann. Das wird gleich mächtig wehtun. Verpiss dich.